Willkommen zurück zu Watch Dogs. Mann, sind hier viele unterwegs. Und er kommt auch noch hier lang. Okay, der da bewegt sich auch. Dieser CTOS-Scan, den wir verwenden können für uns, der ist gar nicht mal so unpraktisch. Okay. Shit. Du hast den Falschen ans Bein gepisst. Worauf wartest du? Wirf die Granate. Komm raus, Mann. Okay. Ist eine Nummer zu groß für dich. Hab dich auch. Ich brauche keine Waffen, ich mach die alle so platt. Oh shit. Ah, Mist. Das sind aber auch viele da oben, hört mal. Ich muss hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen, damit die mich nicht entdecken. Aber ich bin so im Schleichen gar nicht so sehr gut, muss ich sagen. Ich würde die am liebsten alle platt machen, aber bevor ich die Zielperson nicht kenne, kann ich das nicht machen. Jetzt hol mich hoch, Mensch. Was mich auch nervt, ist vor allem, dass ich hier immer wieder erstmal herstellen muss. So. Die dürfen mich also nicht entdecken, ja? Kann ich mitleben. Hier unten bin ich immer relativ schnell fertig. Oh, das ist ein Ausblick hier. Oh oh. Teilt euch auf, los! Gebt einfach auf! Das Unausweichliche nur hinaus! Ah, im Ernst? Zack! Du hast keine verfickte Chance. Einer ist getroffen. Jetzt habe ich aber echt genug. Aber woher soll ich denn jetzt wissen, wer hier Mr. Ziel ist? Du sitzt fest, mein Freund. Also komm raus, mach keinen Scheiß. Hey, ich hebe doch ein paar Jungs her. Jetzt habe ich aber echt genug. Komm wieder her. Unten bleiben. Jetzt drück doch mal ab, Mensch. Mein Typ wollte einfach nicht abdrücken. Mach es nicht schwerer, als es sein muss. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du rüberkommen musst, um dich zu holen. Dann breche ich dir die verdammten Arme. Ist der Nummer zu groß für dich? Ich hab ihn gesehen. Mach das, du. Wir helfen euch jetzt. Okay. Das vermute ich nämlich leider auch. Ich weiß aber auch nicht, wie ich jetzt herausfinde, wer mein Ziel ist. Achtung, er kommt von der Seite. Ich geh mal gucken. Mann am Boden. Bam. Mann, meine Ohren bluten gleich. Hab ihn. Hab ich nicht, mein Ziel kenne ich. Von wo? Wollt ihr was abkriegen? Deine Kumpel
Du bist tot, hörst du mich? Nein, ich höre dich nicht, ich bin beschäftigt und zwar sehr. So. Zeig deine Fresse und ich mach's schnell. Du hast dich überschätzt, Mann. Wisst ihr was? Die töten wir alle. Du hast ja keine Ahnung, wie die dich anlegen. Ich riech die Scheiße in. Herr mit der AK, jetzt gibt's hier Party. Du bist der Ja klar schieße ich auf dich. Das ist jetzt nur noch einer, den wir töten müssen, ne? Bin ich echt der Letzte? Bin ich echt der Letzte? Du bist sowas von der Letzte. Aber wo treibst du dich rum, hör mal? Da unten ist er, der Kleine. Oh, bitte. Ich will nicht sterben. Tut mir leid, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Der Peter mag es nicht, wenn auf ihn geschossen wird. Und darum gibt es jetzt blutige Rache. So, Skillpunkt erhalten, ja? Was haben wir denn hier Schönes? Verlängert die Dauer des Fokus. Was ist das? Ach, das war das mit den Pistolen. Das klingt auch ganz gut. Und da hat sich das schon wieder erledigt mit den Skills. Jetzt muss ich hier nur noch weg. Gibt's ein Auto? Ja. Nett. Sehr nett. Ich hätte gern wieder meine Lieblingsansicht, danke. Und da bin ich auch schon unten. Was ist denn das da für ein komischer Auftrag? Den schauen wir uns doch gleich mal an. Nabend. Ich mache immer gern die Brücken hoch. Warum, weiß ich nicht, aber ich stehe da drauf. Jetzt muss ich hier mal wieder irgendwo rauf, ne? Probieren wir es doch hier. Oh, gibt es hier viele Aufträge. Vor allem Fixer. Fixer gibt's hier. Drei Fixer-Aufträge direkt nebeneinander, ich fass es nicht. So, geparkt. Mehrere Ziele. Ich muss sie nur finden und eliminieren. Hoffentlich erwische ich sie unvorbereitet. Na, das hoffe ich aber auch mal. Schalten Sie die beiden Ziele aus. Verzeihung! Oh, was ist denn jetzt kaputt? Ihr könnt mir nicht entkommen! Ja, ihr seid gar nicht mal schlecht, ne? Aufstehen! So ein Mistschwein. Ich dachte, der kommt hier lang. Gib mir dein Mini-Auto. Notrufzentrale
Welches Problem liegt vor? Hören Sie das? Hören Sie, dass hier geschossen wird? Nö, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier geschossen wird. Wer war denn das? Ich habe nichts mitbekommen. Alle Einheiten aufgepasst. LS beginnt jetzt CDOS-Scan nach Flüchtigen. Ihr mit euren Scans, ihr könnt mich mal. Ich hab zu tun. Okay, machen wir es halt so. Oh, jetzt hat der Arsch mich genau reingebracht. Ich habe jetzt auch keine Zeit, den anderen Scan auszumachen. Ach, hat schon gepasst. Holt ihn euch. Ihr hättet ihn euch holen müssen. Hört ihr mir denn nicht zu, sag mal. Zack. Okay. Keine Zeit dafür. Ach, du bist schon tot, ja? Da ist ein schnelles Auto. Ah, ich habe keine mehr. So, ja, holen wir uns jetzt noch den anderen Affen, ne? Der kann uns auch nicht lange entkommen. Wo ist der denn? Ach, der ist so eine Nebenstraße rein, der Sack. Okay. Hallo! Ah, dieser Hund. Du musst einsteigen. Der denkt doch nicht ernsthaft, dass er mir auf Dauer entkommen kann. Oh, entschuldige, das tut mir leid. Das habe ich jetzt nicht gewollt. Hat man richtig die Knochen knacken hören, da tut mir leid. Das habe ich nicht, das habe ich so nicht erwartet. Was denkst du eigentlich, wer du bist, hör mal? Ich neutralisiere dich, du Hund. Du Hund! Oh, oh. Jetzt habe ich dich, du. Pass auf. Na, das hat doch nicht so gut geklappt. Sag mal, kannst du mal anhalten vielleicht? Du kannst mir nicht entkommen. Der ist gar nicht schlecht, der Fahrer. Aber nicht gut genug für mich. So. Nein, habt ihr nicht. Lasst mich bloß in Ruhe. Ja, ist kein Problem. Lasst euch Zeit. Ich fahre inzwischen weiter. Gut, da könnten wir doch jetzt rein theoretisch mal schauen, wo unser Versteck ist, ne? Was ich komisch finde, wo ist denn dieses Motel eigentlich hin, in dem wir mal waren hier, ne? Weil wir hatten doch so ein schickes Motel irgendwo in der Natur. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden, da ist es doch. Weil das Motel, das fand ich recht schick, muss ich zugeben, das fand ich toll. Und da sind wir auch schon. Wir haben hier auch einen Geldautomaten in der Nähe. Fixer Auftrag, wir haben hier alles, was wir wollen. Und es ist in der Nacht. Oh, also bei Nacht sieht das Spiel wirklich genial aus. Muss man einfach so sagen. Bei Nacht und Regen sieht das Ganze hier einfach am geilsten aus. Können wir hier schon was hacken? Ne, ich glaube, ich habe gerade gar keine Konten, die ich hacken kann. Naja, gut. Dann gehen wir halt rauf. Aber ich finde es schon mal gut, dass die meisten Grafikfehler bis auf ein leichtes Flackern, das wir eben hatten, jetzt endlich weg sind.
Muss ich hier rein? Ja, wunderbar. Er hat sich dagegen als den modernen Kanarienvogel im Minenschacht. Oh. Wo ist mein Bett? Ich will pennen. So, ich lege mich jetzt hier hin und verabschiede mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.